War der Tod aus der Geschichte der drei Brüder in den Heiligtümern des Todes eigentlich ein Zauberer? Das und mehr besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Im heutigen Video werden wir über den Tod in Harry Potter sprechen. Genauer gesagt sprechen wir nicht über den Tod im traditionellen Sinne, sondern über die Personifizierung des Todes. Wenn du die Geschichte von Harry Potter kennst, dann kennst du auch sicherlich das Märchen von den Heiligtümern des Todes und den drei Brüdern. Du wirst dich dann auch an eine Figur in der Geschichte erinnern, die den Tod verkörpert. Er war das Konzept des Todes in einer Figur, eine Personifizierung dessen, was ein Ende darstellt, die Endgültigkeit des Lebens. Der Tod ist ein interessantes Thema in Harry Potter, nicht nur wegen der Figur aus dem Märchen von den drei Brüdern, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er dargestellt wird. Während in unserer eigenen Welt der Tod sehr viel dauerhafter und traditioneller sein kann, ist die Ableitung des Todes, die in Harry Potter existiert, viel offener. Bevor wir aber hier zu sehr in die Tiefe gehen, möchte ich auf jeden Fall betonen, dass jeder eine andere Sichtweise auf den Tod hat. Egal, ob sie in der eigenen Religion verwurzelt ist oder einfach nur mit einem Grad der Spiritualität. Harry Potter stellt den Tod auf eine ganz besondere Weise dar, da er eine klare Unterscheidung zwischen dem Körper und der Seele macht. Wobei der Körper lediglich ein Gefäß ist, das die vitale Lebenskraft, also die Seele, in sich trägt. Die Seele ist ein großes und wichtiges Thema in der Harry Potter Geschichte und immer wieder werden wir auf ihre Bedeutung aufmerksam gemacht. Wenn jemandem die Seele von einem Dementor als Beispiel ausgesaugt wird, gilt er nicht als tot, sondern als fast tot. Und diese Vorstellung, fast tot zu sein oder in einer Art Schwebezustand zu sein, wird in Harry Potter auf unterschiedlichste Weise wiederholt. Wie zum Beispiel bei Geistern, Gemälden oder wiedergeborenen Toten. In Harry Potter ist der Tod viel weniger endgültig und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Seele weiterleben kann, wobei sie nicht unbedingt immer bis ins Jenseits reisen muss. Aber vielleicht ist die einzige Darstellung des Todes in Harry Potter seine Personifikation, die Figur aus der Geschichte der drei Brüder, die die Geschichte der Heiligtümer des Todes erzählt. Wer ist aber diese Figur? Hat sie wirklich existiert oder ist sie ein Ammenmärchen? Die ursprüngliche Geschichte von den Heiligtümern des Todes stammt aus dem Märchen von Beedle und dem Barden, seinen fiktiven Geschichten, die für junge Hexen und Zauberer geschrieben wurden und Lektionen oder Moralvorstellungen enthalten sollten. In den Harry Potter Büchern sehen wir jedoch deutlich, dass die in seiner Geschichte erwähnten Heiligtümer tatsächlich existieren. Meine Frage ist also, wie weit ist die Geschichte von der Fiktion entfernt? Sicherlich ist da etwas Wahrheit, aber wie viel? Und noch wichtiger, ist der Tod eine reale Person? Gucken wir uns das einmal genauer in der Geschichte an. Es waren einmal drei Brüder, die in der Dämmerung auf einer einsamen, gewundenen Straße unterwegs waren. Irgendwann erreichten die Brüder einen Fluss, der zu tief war, um ihn zu durchqueren. Doch diese drei Brüder waren in den magischen Künsten geübt und so schwenkten sie einfach mit ihren Zauberstäben und ließen eine Brücke über das tückische Wasser erscheinen. Sie waren auf halbem Weg, als ihnen der Weg von einer vermummten Gestalt versperrt wurde, und dies war der Tod. Er war wütend, dass man ihn um drei neue Opfer betrogen hatte, denn normalerweise ertranken die Reisenden in dem Fluss. Aber der Tod war schlau. Er tat so, als gratuliere er den drei Brüdern zu ihrer Errungenschaft und sagte, dass jeder von ihnen einen Preis verdient hätte, weil sie so schlau waren, ihm zu entkommen. So bat der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle, die bereits existierten. Also ging der Tod zu einem Baum, der am Flussufer stand, formte einen Zauberstab aus einem Ast, der dort hing, und gab ihn dem ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, der ein arroganter Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen und bat um die Macht, andere Menschen vom Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer auf und gab ihn dem zweiten Bruder und sagte ihm, dass der Stein die Macht hat, die Toten zurückzubringen. Schließlich wandte sich der Tod an den dritten Bruder. Dieser war ein bescheidener Mann und bat um etwas, was es ihm ermöglichen würde, von diesem Ort wegzugehen, ohne vom Tod verfolgt zu werden. Und so übergab der Tod ihm widerwillig seinen eigenen Tarnumhang. Im Grunde genommen gab der Tod allen drei Brüdern eines der sagenumwobenen Heiligtümer des Todes. Und sie und jeder Bruder hatte ein eigenes, einzigartiges Schicksal. Der erste Bruder wurde im Schlaf getötet und sein Zauberstab wurde ihm gestohlen. Und der Tod machte sich ihn zu seinem eigenen.
Der zweite Bruder beendete auf tragische Weise sein eigenes Leben, was bedeutete, dass er dem Tod auch nochmal begegnete. Der letzte Bruder, der den Unsichtbarkeitsmantel an sich nahm, war ein weiser Mann und er benutzte seinen Umhang, um den Tod die meiste Zeit seines Lebens zu entkommen. Wie auch immer, als der dritte Bruder schließlich ein Alter erreichte, in dem er mit dem, was er erreicht hatte, zufrieden war, nahm er den Mantel ab und begegnete dem Tod noch einmal und entschied sich, die Welt der Lebenden zu verlassen. Ungeachtet der Entscheidungen, die die drei Brüder trafen, oder der Handlungen, die sie unternahmen, sahen sie sich letztendlich alle wieder dem Tod gegenüber. Und die Art und Weise, wie es die Geschichte zeigt, zeigt, dass sie an ihrem Ende wieder der Personifikation des Todes gegenüberstehen. Wenn die Geschichte wahr ist, woher wusste Beedle von den Geschehnissen oder von der Beziehung zwischen dem Tod und den Brüdern? Hat Beedle Fakten oder Fiktion geschrieben? Eine Sache, die man bedenken sollte, ist, dass die Erzählungen von Beedle dem Barden immer wieder betonen, dass die Geschichte in der Tat die Originalschöpfungen des Autors sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Beedle sich nicht auch von seinen eigenen Lebenserfahrungen inspirieren ließ, von den Dingen, die er getan hat oder den Menschen, die er getroffen hat. Er misstraute der dunklen Magie und glaubte, dass die schlimmsten Auswüchse der Zauberer aus den allzu menschlichsten Eigenschaften, der Grausamkeit oder der arroganten Fehlanwendung ihrer eigenen Talente resultierten. Die Helden und Heldinnen, die in seinen Geschichten triumphierten, sind nicht diejenigen mit der mächtigsten Magie, sondern diejenigen, die am meisten Güte haben, einem gesunden Menschenverstand und Einfallsreichtum. Es gibt tatsächlich kaum Beweise für beide Argumente. Dass die Geschichten komplett erfunden wurden oder dass Beedle sich von etwas inspirieren ließ, das er in seinem Leben erlebt hatte. Angesichts der Tatsache, dass die Heiligtümer tatsächlich existierten, bin ich jedoch bereit, darauf zu wetten, dass es Letzteres war. Wir wissen, dass die drei Heiligtümer wirklich existierten und das kann bestätigt werden. Aber war die Personifizierung nur Beedle, der Geschichte seinen eigenen Stempel aufdrückte? Wie können wir sicher sein, dass der Tod nicht einfach ein mächtiger dunkler Zauberer war? Könnte es sein, dass die drei Brüder begabte Zauberer waren, die Heiligtümer einfach selbst erschaffen haben? Im Moment gibt es keine Beweise dafür, dass der personifizierte Tod tatsächlich real ist. Seine Existenz wird nur in einem Werk erwähnt, und das ist ein fiktives Werk. Zu sagen, dass der Tod aufgrund dieses einen Kinderbuchs existiert, ist weit hergeholt. Zumal die Existenz der Heiligtümer das einzige wirkliche Argument ist, das man für seine Existenz aufführen könnte. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Heiligtümer selbst entstanden sein könnten. Albus Dumbledore, ein angesehener, weiser Zauberer, scheint nicht viel Vertrauen in die Existenz des Todes zu haben. Es ist also wahr, fragte Harry, alles davon? Die Peverell-Brüder waren die drei Brüder aus dem Märchen, sagte Dumbledore und nickte. Oh ja, ich glaube schon. Ob sie dem Tod nun auf einer einsamen Straße begegnet sind, ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Peverell-Brüder einfach begabte, gefährliche Zauberer waren, denen es einfach gelang, diese mächtigen Objekte zu erschaffen. Die Geschichte, dass sie die Heiligtümer des Todes waren, scheint mir einfach eine gute Legende zu sein. Und genau da stimme ich Dumbledore auch zu. Es gibt viele mächtige Artefakte im Harry Potter-Universum und die Heiligtümer des Todes scheinen, obwohl sie mächtig sind, trotzdem im Bereich des Möglichen zu liegen, was das Harry Potter-Universum angeht. Ich denke also, es gibt den Tod als Personifikation nicht in Harry Potter, aber das heißt noch lange nicht, dass ich recht habe. Aber was denkst du darüber? Denkst du, der Tod als Personifikation existiert oder denkst du, es ist alles nur eine Legende? Schreib es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.